Eurokrise, Fiskalpakt, Rettungsfonds. Kein Grund zur Panik, sagt einer, der es wissen muss, Dr. Theo Weigel. Wir haben früher Krisen gelöst und können auch diese Krise lösen. Die Deutschen brauchen keine Angst haben um ihr Geld. Die Sparkasse Heidelberg hatte den ehemaligen Bundesfinanzminister im Rahmen der Erlebniswochen zu einem gemeinsamen Frühstück mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern auf das Heidelberger Schloss geladen. Theo Weigel sprach über die aktuelle Wirtschaftslage, die Währungsproblematik und auch über die politische Geschichte Europas der letzten 50 Jahre. Weil er ist Europäer und nach so einem Vortrag geht mir das Herz für Europa wieder ein bisschen mehr auf und es war toll. Mir hat der Vortrag von Herrn Dr. Weigel sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr nachdenklich. Es war einfach sehr eindrucksvoll, ja. Für mich jetzt persönlich, muss ich sagen, gibt es eine gewisse Grundsicherheit wieder, was unsere Zukunft anbelangt. Die Sparkasse will natürlich daran mitwirken, dass Zusammenhänge verstanden werden. Und insofern muss man Menschen zusammen ins Gespräch bringen und speziell dieses Gespräch heute zum Thema, wie geht es mit dem Euro weiter, kann man eigentlich nur dann verstehen, wenn man auch die Geschichte des Euros versteht. Und insofern, glaube ich, war es ein guter Kreis, den wir heute zusammengebracht haben. Und Theo Weigel war gerne nach Heidelberg zur Sparkasse gekommen. Die Sparkassen sind natürlich ein solides und stabiles Element in der Finanzwelt. Sie sind heute im regionalen Bereich unbestritten und sind eigentlich aus der Krise gestärkt herausgekommen. Das Vertrauen in die Sparkassen und in die regionalen Institute ist gewachsen, stärker als in die anderer Institute. Die Sparkasse ist da ein ganz sicherer, großer Felsen der Brandung, der eben hilft, diese Krisen, wenn es denn welche sind, zu umschiffen oder zu stabilisieren. Und da hat die Sparkasse eine ganz große, verantwortungsvolle Rolle und die füllt sie meines Erachtens auch aus. Über 3 Stunden wurde auf dem Heidelberger Schloss rege diskutiert und manch einer ging mit einem neuen Vorsatz zurück an seine Arbeit. Zumindest will ich nach den Worten von Herrn Theo Weigel den Optimismus wieder stärken, den Glauben an Europa, den Glauben an eine gemeinsame Währung. Das will ich auf jeden Fall auch gegenüber meinen Mandanten auch so vertreten. Dass wir auch den Zusammenschluss stärker wieder in der Region hier suchen sollten. Aber nicht nur in der Wirtschaft sind die Tipps von Theo Weigel sehr gefragt. Unterstützung brauchte auch sein Sohn, der just an jenem Morgen in der Sparkasse in Füssen seinen ersten Arbeitstag hatte. Aber nur als Schüler einige Tage, aber das gerne. Und er hat mich auch heute früh gefragt, ob er die richtige Krawatte dafür anhat.